So Leute, willkommen zurück zum Let's Play Pokémon die Feuerrote Edition Nuzzle Challenge. Ich bin Cloud von Delivery LP und im letzten Part, sind wir Deathrock begegnet, haben gegen ihn gekämpft, er hat Franzi gekillt, unser einziges Flug-Pokémon, deswegen wir jetzt erstmal nicht mehr fliegen können. Und wir sind in der Siegestraße angekommen und ich werde hier erstmal einen Schutz einsetzen, denn, ich habe jetzt keine Lust auf viele Pokémon. Ja, genau so sieht's aus. Okay. Ich hoffe, 20 Schutz reißen. Und wahrscheinlich habe ich jetzt keine Stärke dabei, oder? Nein. Okay, da müssen wir irgendeine Pokémon-Stärke beibringen. Okay, dann gucken wir mal. Wer darf eine Stärke lernen? Klotz oder Emmy? Klotz oder Emmy? Klotz oder Emmy? Klotz oder Emmy? Mal gucken, was kann ein Klotz noch? Intensität braucht es eigentlich nicht mehr. Allerdings kann ja auch noch die eine Igler. Die eine Igler ist aber eigentlich geil wegen. Ach egal, ein Igler weg. 1, 2 und schwupp. Klotz vergaß ein Igler und Maschine bereit. Ja, ich drücke es weg. Ist ja gut. So, dann können wir jetzt auch hier glücklicherweise die Stärke einsetzen. Ein Pokémon kann Felsen bewegen. Möchtest du Stärke einsetzen? Ja, bitte. Klotz setzt Stärke ein. Ja, ja, ja. Kennen wir doch. So. Mal wieder ein Steinschieberätsel in Pokémon. Gibt es ja so wenige von. Und das ist auch so rätselhaft. So, ich gucke einmal auf die Uhr am besten, damit ich gleich weiß, wie lange ich schon aufnehme. So. Damit ist der erste Stein schon mal in Position. Und wir können weitergehen. Ups. Wie lang? Darum. Aber das ist natürlich ein Übertroll hier. Wir müssen jetzt quasi gleich nochmal rausgehen. Ein Sonderbon, um das zweite Item abzugreifen. So, hier hat man wieder überall wilde Pokémon schon. So, wir gehen nochmal raus. Und wieder rein. Denn ich möchte gerne beide Items haben. Oh, jetzt müssen wir die blöden Steine wegschieben. Boah, ist nervig. Ja, gut. So, nach oben. Was mache ich denn hier? So, nach rechts. Nach oben. Nach rechts und nach unten. So. Ich laufe drüber gegen. Ich mache die ganze Zeit Bum, 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 Bum. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, dann ändere ich daran noch was, denn ich möchte denn doch lieber mit Schutz durch, denn hier gibt es keine coolen wilden Pokémon so wirklich, glaube ich. So, und Drachenklau. Geil. Das ist ja awesome. So. Und eine Trainerin. Glaubst du einfach, du kannst mit mir aufnehmen? Glaube ich unter Umständen wirklich. So, Ast-Trainer Naomi mit Snubbillycut. Level 42, ja, wir sind ein bisschen overlevelt hier und habe ich so den Anschein. Aber das macht gar nichts. Erstmal der Sonntag. Warum der Sonntag, fragt ihr euch? Damit der Solarstrahl besser trifft. Ja, das macht durchaus Sinn. Und da ist er, der gute Solarstrahl. Per TM beigebracht übrigens. So, das war's, Snubbillycut. Nächstes Pokémon. Ponyta, natürlich kommt jetzt ein Feuer-Pokémon, das war irgendwie abzusehen. Das war jetzt irgendwie zu klar einfach nur. Dann versuchen wir es auch mit Klotz. Agilität. Ja gut, wir gehen noch schneller durch. Das macht mir gar nichts. So, ich versuche es mal mit der Intensität. Ich habe jetzt keine Lust, extra ein Erdbeben einzusetzen dafür. Intensität 7. Könnte reichen, muss nicht, aber ich denke mal schon. Und ja, One-Hit-KO, perfekt.
Das nächste, bitte. Vulpix. Gleißende Sonnenlicht immer noch. Dank Floria. Noch einmal die Intensität. Wieder 7 sollte wieder reichen. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass sie noch einen Vulcano hat. Oder ein Galoppa oder irgendwie sowas. Oder Vulnona könnte auch sein. Vulnona, ja. Tatsache. Das Sonnenlicht lässt nach, das ist schön. Erstmal der Bodyguard von Vulnona. Vulnona ist schneller als Klotz. Wundert mich eher wenig. Ja, perfekt. Es wird ja quasi ein Klotz-Intensitäts-Sweep. Und Galoppa. Auch da nochmal die erste Stampfer, okay. Sollte aber nicht viel machen. Und die Intensität 6 reicht nicht aus, denke ich. Ah doch, cool. Ja gut, 8 Level Unterschied. Muss man bedenken. Und Astrainer Naomi ist damit auch erledigt. Ich bin raus. Ja, dann. Tschüss. So, wie können wir weitergehen? Ah, da laufen wir direkt in den nächsten Trainer. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Denke schon, ja, ja, ja. Dich mache ich fertig. Astrainer. Nepomuk. Was ist Nepomuk für ein Name? Mit Ratika, das kann bestimmt ein Superzahn. Da wechsle ich auf jeden Fall aus zum. Zu Emmy. Emmy darf mal wieder. Ja, okay, der Ruckzuck gibt, der macht mir jetzt nicht wirklich was aus. Erstmal Durchbruch von Emmy. Ich überlege gerade und ich glaube, dass tatsächlich, dass Emmy das Pokémon ist, was am längsten in unser Team ist gerade. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Oh, Glurak, krass. Was haben wir noch im Team? Ja, Klotz weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber das im Mondberg gefangen. Nee, im Mondberg habe ich Zubat gefangen. Dann ist Emmy ja nächst dabei inzwischen. Cool. Ich hoffe, Emmy bleibt uns auch noch lange erhalten. Denn irgendwie habe ich mich doch mit ihr angefreundet. So. Aber um Glurak kümmert sich jetzt erstmal Nessie. Der Flammenwurf sollte eigentlich nicht viel anrichten. Ja, geht ja noch. Ein knappes Viertel. Aber der Surfer, der macht natürlich einen One-Hit-KO draus. Und nimmt Glurak direkt auseinander. So, nächstes Pokémon ist dann Bisaknosp. Da versuchen wir es direkt mal mit dem Eisstrahl. Und Eisstrahl von Nessie und er trifft und er richtet hoffentlich genug Schaden an, um es zu erledigen. Ja gut, mit Volltreffer. Man sollte meinen, es reicht. Und Shillock. Da bleibe ich auf jeden Fall auch mit Nessie vorne. Biss. Und der Body Slam. Da brauchen wir ein paar mehr von anscheinend. Und Nessie schreckt zurück. Was machst du, Nessie? Wieso? Mein Gott, was ist denn los? Dreht ein Kingstein oder was? Dritter Flinch hintereinander. Und dann kommt wieder der Body Slam, perfekt. Ehrlich jetzt, Hypertrank. Ich glaube, Shillock will mich ein bisschen verarschen. So, und auf die Gefahr hin, dass wir jetzt wieder flinchen. Jetzt habe ich nochmal den Body Slam eingesetzt. Ja, okay, jetzt kommt auch nochmal der Body Slam. Und Shillock ist erledigt. Nessie hat es endlich geschafft. Was ist mit Shillock so Problem? Das ist ja schon, ne? Irgendwie grenzwertig. So, nochmal der Surfer gegen Dotexo. Ja, Rauchwolke. Großartig. Aber der Surfer trifft trotzdem. Das ist durchaus nett. Und reicht aus. Ja, wenn er von Glurak reicht, dann reicht er von Dotexo auch. Sollte man zumindest meinen. So, Astrainer Nepomuk ist besiegt. Nepomuk. Immer noch ein komischer Name. Immerhin hatte ich eine Chance. Immerhin glaube ich das nicht. So, wir müssen jetzt erstmal ein paar Pokémon heilen.
Mit Hypertrinken. Nessie. So. Und ich habe auch noch einen Sonderbonbon, das werde ich mal geben. Wen weiß ich nicht. Nehmen Mu und raus bist du. Nein, das macht keinen Sinn, das mache ich nicht. Mentelo. Einfach Mentelo. Hat einen Spezialangriff von 173. Ziemlich geil. Das finde ich cool. So, wir gehen nach oben. Und schauen uns mal weiter um. Okay, da ist wieder ein Stein, den wir schieben müssen. Davon kann man zumindest schwer ausgehen, dass wir den umherschieben müssen. So, und da drauf. Fertig. Dann können wir weitergehen. Und da haben wir ein Schwarzgurt. Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Ja, ja, ja. Ich dachte, die Abschlussprüfung wäre die Pokémon-Liga selbst, aber Schwarzgurt Kenji ist da eine andere Meinung. So, Floria, dann zeig ihm mal deine Säure. Und mach damit nicht gerade viel Schlagen. Schaden meine ich. Aber der macht ja auch nicht viel mehr. Dann der Gigasauger. Um dich mal wieder selbst ein bisschen zu heilen. So, das sollte ausreichend sein. Ja, perfekt. Und damit ist auch Floria fast wieder topfit. So, nächstes Pokémon ist dann Macholo. So, das, dem zeigen wir auch erstmal die Säure. Ich denke mal, da machen wir mehr Schaden. Ah, viel nicht. Überroller. Der Trick habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Überroller hat noch Rückstoß. Gut zu wissen. Wusste ich gar nicht mehr. Und der Überwurf. Macht auch nicht sehr viel Schaden. Aber ist klar gegen ein Gift-Pokémon. So. Das war dann Machalo. Und zu guter Letzt nochmal Mashok. Dem zeigen wir auch nochmal unseren Gigasauger. Und reicht nicht aus, schade. Vergeltung, das könnte jetzt wehtun, glaube ich. Oder auch nicht. Na gut, umso besser. So. Damit ist Mashok auch erledigt. Und wir haben Schwarzgurt Kenji besiegt. Der auch rumbrüllt. Und uns Geld gibt. Das ist nett. Ups. So, hier finden wir ein Item. Sandsturm. Geil. Das ist nicht schlecht. So, da oben haben wir einen Vogelfänger, denke ich mal. Der kann erstmal den Steinhagel von Klotz spüren, würde ich sagen. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Ja, das ist so mein Ziel gerade. Würde ich zumindest behaupten, dass ich das tun möchte. Jongle. Okay, anscheinend doch kein Vogelfänger. Und die haben denselben Overworld-Sprite, das ist nervig. Jongleur Nino mit Traumato. Könnte erstmal ein Erdbeben. Das Erdbeben sollte genügen, um Traumato zu erledigen. Ja, sah gut aus. Und Hypno. Das versuchen wir auch direkt mit dem Erdbeben. Und ich denke mal, auch das wird ausreichend sein mit Step und ich meine das Erdbeben, ne? Also muss man da mehr sagen. So, nächstes Kadabra. Erdbeben. Machen wir mal einen Klotz Erdbeben-Sweep draus. Einfach weil wir es können. Und weil ich von Anfang davon ausgegangen bin, dass Klotz hier gut durchballern kann. Mit einem Steinhagel eigentlich, weil ich dachte, es wäre ein Vogelfänger. Aber da es ein Jongleur ist, machen wir es halt mit Erdbeben anstatt mit dem Steinhagel. Und Nino ist besiegt. Voll erwischt. Ja, das kannst du laut sagen.
Und wir gehen weiter und mich wundert gerade, wie lange mein Schutz wirkt, aber das finde ich schön. Und finde einen Hyperheiler, der mir nicht viel bringt, denn hier passiert sowieso nicht viel und außerdem haben wir zigtausend Hyperheiler. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Das, mein Freund, wage ich arg zu bezweifeln. Domte Ottfried mit Snobillikat. Das Snobillikat ist natürlich auch wieder für Klotz gefundenes Fressen, würde ich sagen. Mit der Intensität. Okay, mit 4 vielleicht nicht. Klotz, was machst du für Unsinn? Ich meine, 4? Wirklich? Dann versuchen wir nochmal. 7, danke. So, damit ist Snobillikat auch erledigt und mit einem Volltreffer sogar. Und das letzte Pokémon, Enteron. Okay, da wechsle ich vielleicht doch mal besser aus zu Floria. Wobei es ist. Es kann sich heute sagen. Ja, gut, wenn ich den Katzpuri benutze, dann brauche ich mir auch keine Gedanken mehr drum machen. Denn da kommt schon der Gigasauger. Aber ist ja kein Schrei. So, das dürfte Enteron eigentlich recht schnell erledigen. Ja, das sah gut aus. Sehr schön. Und Dr. Ottfried ist besiegt. Auweia, ich bin besiegt. Ja, und jetzt gib mir dein Geld, genau. Fein. So, dann gehen wir mal hier oben lang. Ist das jetzt ein Vogelfänger? Ich glaube nicht, dass die Vogel. Ich glaube überhaupt nicht, dass die Vogelfänger kommen gerade irgendwie. Da wird wieder Psycho-Pokémon haben. Dann gehen wir mit Nessie nach vorne. Die Siegestraße ist sehr schwer zu meistern. Na, eigentlich nicht. Wenn man weiß, wo man lang gehen muss, dann. Nee. Eher weniger. Jongleur Johann mit Pantimos, wirklich? Level 48, das bisher höchst levelste Pokémon, glaube ich, was wir hier gesehen haben bisher. Krieg ich erstmal einen Eisstrahl. Ich denke mal, der wird guten Schaden anrichten. Rollentausch. Was kriegen wir denn jetzt für Fähigkeit? Panzerhaut. Ja, dann können wir halt nicht mehr gecrittet werden. Was ist denn jetzt eine Fähigkeit? Keine Ahnung. Oh, und Nessie hat jetzt Level 51, genau 200 KP. Cool. So. Gut gemacht. Ja, habe ich auch. Beziehungsweise Nessie hat es gut gemacht. So, wir gucken jetzt erstmal, was Nessie überhaupt für eine Fähigkeit hat. Das interessiert mich jetzt gerade. Fähigkeit. Was heißt das? Hä? Keine Ahnung. Oder kopiert dann Pantimos einfach die Fähigkeit. Das wird eher Sinn machen. Naja, okay. Dann finden wir noch die Themen für Hagelsturm. Das ist so, ich glaube, der Ort für rundenbasierten Schaden mit dem Sandsturm, dann der Hagelsturm. Topschuss. Denn ich möchte keinen wilden Pokémon haben. So. Jetzt sind wir hier auf der nächsten Etage und ich würde sagen, den Part beende ich hier erstmal. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Feuerrotation mit Cloud Nuzlocke Challenge von Delivery LP. Bis dann, Leute. Ciao.